Wir starten die Veranstaltung. Ich darf Sie alle recht herzlich willkommen heißen zur Podiumsdiskussion Altern in der digitalen Welt. Mein Name ist Tobias Albers Heinemann vom Fachbereich Erwachsenenbildung und Familienbildung im Zentrum Bildung der EKHN. Und mit mir hier im Podium sind heute Abend Professor Dr. Christina Sinemus. Schönen guten Abend, Ministerin für digitale Strategie und Entwicklung des Landes Hessen, Dr. Volker Jung, Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche Hessen und Nassau, Mitglied des Rates der Evangelischen Kirche Deutschland und Autor des Buches Digital Mensch bleiben, Frau Dagmar Jung, Leiterin der Abteilung Gesundheit, Alter, Pflege der Diakonie Hessen und Sprecherin des Netzwerkes Leben im Alter. Und die Frau Nicola Röhrig, Referentin für Digitalisierung und Bildung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen. Herzlich willkommen. Heute auch mit dabei und im Bild mein Kollege, der Michael Grudewald vom Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung der EKHN, heute zuständig für die Annahme der Chatmoderation und auch die Moderation des Livestreams. Danke, Michael, dass du auch heute Abend hier bist. Gerne. Ja, die Veranstaltung wird aufgezeichnet, das haben Sie alle mitbekommen. Sie wird auch live über Facebook gestreamt, das heißt, die Aufzeichnung wird auch nachher über die Website oder über das Netzwerk auch zu erhalten sein. Bevor wir anfangen, vielleicht noch mal ein kleiner Hinweis für alle, die jetzt gerade auch über Zoom teilnehmen. Falls Ihnen die Umgebung noch nicht so vertraut vorkommt, das ist die Webinarfunktion von Zoom mit weniger Funktionen erst einmal für Sie. Sie haben aber unten sehr überschaubar einen Button mit F und A. Das steht für Frage und Antwort. Hier haben Sie die Möglichkeit, den einzelnen Diskutantinnen und Diskutanten Fragen zu stellen. Bitte schreiben Sie auch dazu, wen Sie denn meinen. Sie können Fragen der anderen, die bereits gestellt wurden, ja auch voten oder liken. Und die Fragen mit den meisten Bewertungen landen auch oben. Aber generell wird der Michael Grunewald hier alle Fragen aufnehmen und weitergeben, genauso wie die Kommentare über den Facebook-Livestream. So viel zum Rahmen und auf zur Podiumsdiskussion. Ich freue mich sehr, in dieser Runde hier zu sein und auch, dass Sie alle die Zeit gefunden haben, hier auch mit zu diskutieren. Und ich möchte auch direkt mit dem Thema anfangen, Ministerin Sinemus. Ich hatte auf Ihrer Homepage oder von der, auf der Homepage des Landes Hessen auch ein bisschen geschaut. Und da stand ein Interview aus dem Januar dieses Jahres. Und da haben Sie das Ziel formuliert, bis zum Jahr 2025 flächendeckend Breitbandanschlüsse in den Haushalten in Hessen zur Verfügung zu stellen. Jetzt kam ja im März die Corona-Pandemie, die sehr viel bewirkt hat. Wir haben auch in ganz vielen Bereichen gemerkt, wo es hapert, wo Nachholbedarf ist. Jetzt die erste Frage an Sie oder die ersten zwei Fragen. Haben sich Ihre Pläne, was Digitalisierung und Ausbau der Infrastruktur angeht, haben die sich durch die Corona-Pandemie geändert? Und was für Ideen oder Konzepte haben Sie, um vor allen Dingen auch die älteren Menschen hier nicht aus dem Blick zu verlieren und an die digitale Welt auch heranzuführen? Zur Frage 1, nein, die Ziele haben sich nicht geändert. Wir haben weiterhin die Gigabit-Strategie vor, sondern wir sind sogar noch ermutigt worden, durch die Corona-Pandemie hier schneller und zielführender voranzukommen. Denn auch bei der Umsetzung von all dem, was Digitalisierung, Breitband, Mobilfunk angeht, brauchen wir natürlich die Kommunen. Und wir haben gemerkt, dass hier doch die Nachfrage an auch Umsetzungsunterstützung deutlich zugenommen hat. Denn wir haben gerade da gemerkt, digitale Infrastruktur ist die Basis für alles. Und wir haben in Hessen so viel Geld eingestellt in den Legislaturhaushalt wie noch nie für den Ausbau der digitalen Infrastruktur. 270 Millionen plus nochmal extra 50 Millionen für ein Förderprogramm, was speziell im ländlichen Raum das Thema Mobilfunk unterstützen möchte und dort 300 Funklöcher hoffentlich auch innerhalb der vorgegebenen Zeit schließen möchte. Vielleicht soweit.
zu der einen Thematik. Dann hatten Sie gedacht, was tun wir, was machen wir, um auch ältere Mitmenschen mitzunehmen. Da nenne ich mal vielleicht zwei Beispiele. Das eine ist, dass wir gerade jetzt in der Corona-Pandemie gemerkt haben, wie wichtig auch die Teilhabe, auch die Möglichkeit der Teilhabe an dem Alltagsleben von den Senioren und Senioren aus den Altersheimen mit ihren Verwandten, Freunden, Bekannten ist, weil die gehören zu den vulnerablen Gruppen und hier muss man ganz besonders schauen, dass wir sie nicht alleine lassen. Und da haben wir als Landesregierung gemeinsam mit dem Sozialministerium 1,5 Millionen investiert in Tablets für Senioren und Altenheime, die wir auch ausgeteilt haben. Und da muss ich sagen, war ich zum Teil wirklich sehr gerührt, wenn wir dann auch den Seniorinnen und Senioren die Möglichkeit eröffnet haben, im Videochat beispielsweise mit ihren Enkeln wieder in Kontakt zu kommen oder auch Bilder geschickt bekommen zu haben. Und das ist ein Element, wo wir zumindest mal versucht haben, hier wieder eine andere Form von Teilhabe, gerade in diesen Zeiten von Corona, möglich zu machen. Vielen Dank, Frau Sinemus. Und das Thema, jetzt haben wir ja die, ich sag mal, staatliche Seite, gebe ich jetzt direkt auch mal weiter an den Kirchpräsidenten Dr. Jung. Herr Jung, Sie haben ja vor einiger Zeit sich in Ihrem Buch Digital Mensch bleiben mit den kritischen, ja, oder kritisch mit gesellschaftlichen Folgen der Digitalisierung auch auseinandergesetzt und plädieren in Ihrem Buch dafür, Digitalisierung nicht nur passiv geschehen zu lassen, sondern aktiv zu gestalten. Parallel bekommen wir jetzt ja auch mit durch den 8. Altersbericht der Bundesregierung von einer digitalen Kluft zwischen den Generationen, also dass ältere Menschen ja bedroht sind, abgehängt zu werden. Wo sehen Sie denn die Rolle der evangelischen Kirche in diesem Spannungsfeld des Abgehängtwerdens und der Selbstgestaltung? Ja, zum einen ist es, glaube ich, gut, diese Entwicklung wirklich auch kritisch reflektierend mitzuverfolgen und zu schauen, was passiert da eigentlich mit uns. Wir haben ja ungeahnte neue Möglichkeiten bekommen. Wir haben Kommunikationsräume dazu gewonnen mit der Digitalisierung. Das finde ich ja erstmal wirklich ganz großartig. Und wir merken aber auch, dass wir das gestalten müssen, dass wir diese Möglichkeiten wirklich nutzen müssen. Und wir merken ebenso, dass mit diesen digitalen Möglichkeiten etwas über uns rollen kann, so dass wir manchmal gar nicht wissen, wie uns geschieht. Und da eine Linie zu finden, die Möglichkeiten zu nutzen und das aktiv dann zu erkennen und auch in gute Bahnen zu lenken, das ist erstmal so ein Grundanliegen. Und als Kirche, denke ich, ist unser Blick drauf besonders, kann unser Blick besonders darauf gerichtet sein, Menschen dabei zu unterstützen. Also einerseits nutzen wir ja selbst digitale Technologie und wollen sie dafür einsetzen, dass wir Menschen zusammenbringen, dass wir Kommunikationsräume auch zwischen Menschen neu initiieren. Und dann wäre jetzt an dieser Stelle, gerade bei diesem angesprochenen Gap, die Aufgabe, wie kann man dafür sorgen, dass alle teilhaben können an diesem Zugewinn von Kommunikation und dabei älteren Menschen insbesondere zu helfen, das auch aktiv nutzen zu können, ist eine große Herausforderung. Ich finde das ja toll mit diesen Tablets in den Altenheimen. Das ist ganz wunderbar. Ich frage mich allerdings auch, wie das richtig funktioniert hat. Also meine Mutter war selbst in dieser Zeit nach einer Operation im Krankenhaus in einem Altenheim und im Krankenhaus konnte ich sie gar nicht besuchen. Da habe ich immer nur Wäschewechsel gemacht. Im Altenheim hatte ich dann die Möglichkeit, einmal in der Woche da zu sein. Und da dieses Altenheim auch nicht mal über Telefonanschluss in den einzelnen Zimmern verfügte, musste ich dann irgendwie ein Handy reinbekommen, dass ich dann telefonisch mit ihr reden konnte. Und ihr hätte jetzt so ein Tablet erstmal gar nichts genutzt. Die hätte jemanden gebraucht, der sich daneben setzt und ihr hilft, mit diesem Tablet umzugehen. Ich hatte schon immer ein schlechtes Gewissen, dort anzurufen. Als sie noch kein Telefon hatte, musste ich immer jemanden bitten, mit dem Telefon ins Zimmer zu gehen und ihr zu helfen,
und den Telefonkontakt herzustellen. Also mit Tablet allein ist es ja nicht getan, sondern wir müssen einfach versuchen, das auch zu nutzen. Und diese Unterstützungsfunktion, darauf aufmerksam zu machen, wie das gehen kann, das finde ich ist eine große Aufgabe, in der wir als Kirche auch was tun können. Aber da gibt es ja noch viele andere Möglichkeiten. Ich will es erstmal dabei bewenden lassen, auch um vor Augen zu führen, wie mich das selbst existenziell beschäftigt hat in den letzten Wochen. Ja, vielen Dank, Herr Jung. Und ich hoffe und ich denke, dass wir heute Abend noch ausreichend Gelegenheit haben, auch darüber zu reden, welche Aufgaben auf uns warten und was für Optionen, Möglichkeiten es gibt, da auch hinzuarbeiten. Aber ich gebe das Wort jetzt auch an Frau Jung, Dagmar Jung, weiter, Leiterin der Abteilung Gesundheit, Alter, Pflege der Diakonie Hessen, Sprecherin des Netzwerkes Leben im Alter. Frau Jung, was ich ja ganz interessant finde, in einer Ihrer Veröffentlichungen plädieren Sie auf ein Recht auf Leben ohne Internet. Was kann ich denn darunter verstehen? Ist das eine Digitalisierungsfeindlichkeit oder was verstehen Sie darunter? Ihr Mikrofon ist noch aus, Frau Jung. Pardon. Das hört sich irgendwie so an, als würde man in Zeiten von Corona sagen, gegen Masken sein wollen. Das ist natürlich nicht damit gemeint, sondern so wie Herr Jung ja schon ausgeführt hat, also wir haben übrigens nur zufällig den gleichen Nachnamen. Wir haben einen Teil der alten Bevölkerung, der keinen Zugang hat. Und ich weiß auch nicht, ob die Erfahrungen, die manche gemacht haben, zum Beispiel mit assistierter Kommunikation, weil das war es ja letztlich, diese Smartphone-Aktivitäten, die möglich waren, das tatsächlich fortzusetzen, weil sie sich eine andere Qualität von Kommunikation wünschen. Und bei all unserem Bemühen, es voranzutreiben, dass Menschen den Zugang erhalten zu den technischen Möglichkeiten, müssen wir auch immer davon ausgehen, dass es welche gibt, die das nicht mehr können oder auch nicht wollen. Und deshalb steckt hinter dem, also ein Recht auf Leben ohne Internet, dahinter, dass es elementare Dinge gibt des Lebens, die weiter auch analog zugänglich sein müssen. Ich sage mal ein ganz banales Beispiel. Durch Corona-Zeiten haben manche Kommunen ihr Anmeldesystem, was aus Hygienegründen für Schwimmbäder erforderlich war, auf ein Online-System umgestellt. Alle, die das berühmt-berüchtigte Seniorenschwimmen morgens um 7 Uhr, wo das sozusagen ein soziales Ereignis dann auch wird, die das also gemacht haben und die nicht internetaffin waren, die waren abgemeldet, weil telefonisch ging das nicht. Und das ist nur wirklich ein kleines Beispiel für eine ja für alle sehr praktische Lösung, aber wo ein Teil eben abgehängt ist. Und deswegen muss man bei vielen also Entwicklungen dann sozusagen auch parallel denken lernen, dass es Personen gibt, die also exkludiert werden, wenn man auf nur eine Technologie setzt und die dann sozusagen für alles zuständig macht. Also das heißt, es ist eigentlich gar kein Plädoyer für zurück zu der analogen Welt, sondern eher eins für die Einrichtung von Doppelstrukturen für diejenigen, die keinen Zugang haben oder es einfach nicht wollen. Letztlich ist es das, was Herr Jung mit anderen Worten gesagt hat, nämlich es entwickelt sich eine gewisse Welle und ein Automatismus, wo aufgrund dessen, dass der Großteil der Bevölkerung damit überhaupt kein Problem hat, und die anderen auch keine richtige Stimme finden, um sich zu melden und zu sagen, ich komme da gar nicht mit oder ich komme da auch gar nicht rein. Dass wir lernen müssen, sensibel zu sein für diese Personenkreise, die eben überwiegend bei den Höheraltrigen liegen. Also Menschen über 80, für die ist es zugegebenermaßen deutlich schwieriger. Da gibt es auch Technikaffine, aber die, an die ich jetzt denke, für die ist es ausgesprochen schwierig und für die wird es auch mühsam werden, das überhaupt wieder zu lernen. Und wir wissen beispielsweise von Menschen mit Demenz, dass das eine der ersten Fähigkeiten ist, die sie wieder verlieren, nämlich ihr Smartphone zu bedienen, den Computer zu bedienen, sich an die PIN-Nummern zu erinnern und. Und also auch das ist ein Personenkreis, der dadurch ausgegrenzt wird.
Vielen Dank. Da geht die Frage ja direkt weiter. Und zwar gibt es ja eine Stellungnahme zum 8. Altersbericht von der BAGSO. Die Frage geht jetzt an Frau Jung, aber natürlich auch an die Frau Röhricht als Referentin für Digitalisierung von der BAGSO, in der analog zum Digitalpakt Schule ein Digitalpakt Alter gefordert wird. Mhm. Das ist ja so eine zweite Forderung oder ein Plädoyer nach dem Recht auf Leben ohne Internet, ein Digitalpakt Alter. Vielleicht können Sie kurz sagen, was damit gemeint ist. Frau Röhricht, ich gebe erstmal an Sie das Wort. Ja, vielen Dank. Ja, der Digitalpakt Schule funktionierte ja zum ersten Mal so, dass Bildungsmittel, also Bildung für Mittel für Schulen vom Bund ausgegeben worden, der ja für Bildung nicht zuständig ist, originär. Und das ist das, was zunächst der erste Schritt, der geschehen müsste. Es müsste Bundesmittel müssten bereitgestellt werden, die über die Länder in die Kommunen hineinkommen. Und der Digitalpakt Alter heißt Alter, weil eben der Großteil derjenigen, die nicht im Internet sind oder Digitalisierung da partizipieren, älter als 60 Jahre ist. Das ist der Grund. Und wir würden uns wünschen, dass es überall digitale Erfahrungsorte gibt, also auch zum Bereich Smart Home oder im Bereich Pflege, dass Menschen, Bürgerinnen und Bürger sich anschauen können, wie diese Technik aussieht und sich auch zeigen lassen können von kompetenten Menschen, wie diese Technik funktioniert. Das wäre so ein Punkt, der über diese Mittel sozusagen installiert werden sollte, unsere Hauptforderung. Ja, vielen Dank. Frau Jung, gibt es seitens des Netzwerkes Leben im Alter da noch Ergänzungen dazu, zu dieser Forderung Digitalpakt Alter? Die Akteure im Netzwerk Leben im Alter, die sind ja an ganz unterschiedlichen Stellen unterwegs, was die Praxis anbetrifft. Und was wir bisher verfolgen, das ist also das Klassische. Und insofern ist es intergenerative Begegnung und auch das Lernen von den Generationen untereinander. Das ist aber immer hochorganisiert und damit auch in einer gewissen Weise formalisiert. Insofern hat das schon einen Charme, was eben die BAGSO fordert und Frau Röhricht erläutert hat, dass es eben Orte gibt, die ich aufsuchen kann und wo ich ausprobieren kann, die mir jederzeit zugänglich sind. Also die berühmte Niedrigschwelligkeit. Ich muss mich nicht zu einem Kurs anmelden. Ich muss nicht informiert sein über bestimmte Aktivitäten von bestimmten Organisationen. Und das würden wir sehr begrüßen. Okay, vielen Dank für die Ergänzung. Ich bekomme jetzt auch gerade den Hinweis, es liegt schon eine erste Frage an die Ministerin Sinemus vor. Michael, ich übergebe mal an dich. Ja, genau. Die Frage betrifft nochmal die Zurverfügungstellung von Tablets. Und zwar die Frage lautet, ob es Gedanken oder Diskussionen darüber gibt, diese Tablets auch Krankenhäusern zur Verfügung zu stellen. Weil ja auch da, sag mal, Kommunikationsbedarfe gerade durch die, Herr Junge hatte es angesprochen, sag mal, schwierigen Besuchsbedingungen entstehen. Also ich sag mal, wir haben das jetzt für Senioren- und Pflegeheime vorgesehen. Die Verteilung erfolgt über die Kommunen und bei den Kommunalen. Und insofern, glaube ich, müsste man bei denen explizit nachfragen, ob das nicht auch möglich wäre, das in Krankenhäusern zur Verfügung zu stellen. Ich denke, das ist am Ende des Tages auch eine dialogisch zu klärende Frage und die kann man möglicherweise dann auch im Bedarf einzeln entscheiden. Ja, vielen Dank. Wie gesagt, wenn es weitere Fragen gibt, werden wir die nach und nach hier auch immer wieder einstreuen lassen. Frau Sinemus, die nächste Frage geht jetzt auch direkt an Sie. Und zwar, wir hatten jetzt schon öfter mal über den Altersbericht der Bundesregierung erwähnt, dass dort von dieser digitalen Kluft gesprochen wird, also eben die Option, die Angst, dass ältere Menschen, ich sag mal, abgehängt werden, wird dort als Digital Gap bezeichnet. Gibt es seitens der Landesregierung konkrete Bemühungen oder Ideen, dieses Defizit aufzugreifen? Also es gibt auf jeden Fall im Rahmen von Aktivitäten, die wir hier mit den smarten Regionen anstreben, auch von uns so eine Art Bestandsaufnahme, inwiefern hier insbesondere diese Generation auch mit eigenen Angeboten in den Regionen abgeholt wird, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen.
So gibt es beispielsweise in der Digitalstadt Darmstadt eine Möglichkeit, dass ehrenamtlich Schülerinnen und Schüler in Seniorenheime gehen und ihnen einfach erklären, wie sie ein Handy, wie sie ein iPad oder Ähnliches nutzen und solche Lernorte, solche Angebote, auch die unterschiedlichen Gruppen zusammenzubringen und von und miteinander zu lernen. Das haben wir in unserer Analyse von den Regionen festgestellt, dass diese Angebote da sind. Was wir jetzt machen wollen, ist schlichtweg mal zu sammeln, welche Möglichkeiten es gibt und das allen zur Kenntnis zu bringen. Vielleicht kann man sich da schlichtweg voneinander abschauen, miteinander koordinieren oder auch kooperieren, weil ich glaube, hier sind wir alle gefragt mit ein bisschen auch Mitmach und Mut zum Mitmachen und Angeboten zum Treffen, zum Lernen, zum ja, Voneinander und Miteinander lernen. Ja, vielen Dank. Diese digitale Kluft, die Frage geht jetzt an die Nicola Röhricht. Wenn darüber geredet wird, wird ja auch immer, ja, fallen so zwei Begriffe, die Digital Natives, die Digital Immigrants, und es entsteht auch irgendwie so ein Eindruck, dass die Kompetenz in Altersgruppen auch zugeordnet wird. Das heißt, die Senioren, die ältere Altersgruppe als Digital Immigrants, die Einwanderer haben generell Schwierigkeiten, während die, die in einer digitalen Welt geboren werden, mit allem zurechtkommen. Was meinen Sie als Bildungsreferentin? Ist diese digitale Kluft wirklich eine Frage des Alters oder was meinen Sie? Also es wirkt so, weil eben der Großteil derjenigen, die Nonliner sind, älter ist. 8 Millionen, 12 Millionen sind es insgesamt, die Nonliner sind. 20 Millionen Ältere haben wir in Deutschland. Aber es ist, auch der Altersbericht zeigt, dass er eine soziale Schere, die durch Deutschland geht, also auch in den jüngeren Generationen, die also von Bildung abhängig ist, wie hoch mein Bildungsgrad ist, um mir auch diese Fertigkeiten anzueignen, wie hoch mein Einkommen ist und in welcher Region in Deutschland ich wohne, was auch mit diesem Breitbandausbau zu tun hat. Das ist ja nochmal eine ganz wichtige Voraussetzung für die digitale Teilhabe. Und insofern denke ich, dass die Älteren zwar nicht mit der Digitalisierung so insofern groß geworden sind, die 70-Pluser, sage ich mal, aber sie bringen ganz viel mit, was sie den Jüngeren auch weitergeben können, nämlich eine Sensibilität für Sicherheit, für Datensicherheit und für einen vorsichtigen Umgang mit den neuen Medien, wovon die Jüngeren sehr, sehr profitieren könnten. Und da haben sie den Jüngeren eigentlich viel voraus, während ja Jugendliche und junge Erwachsene da sehr undifferenziert umgehen mit der Nutzung des Internets, bis hin dazu, wie viel das genutzt wird und wie viel Wert auch ein direkter Kontakt mit anderen Menschen sozusagen hat. Für die Bildung, denke ich, ist es trotzdem ganz wichtig, nochmal zu sagen, dass eben Hemmnisse bestehen darin, diese digitale Welt zu betreten, weil die auch Ängste da sind und die Fertigkeiten in der Technik nicht da sind. Aber wenn man über die Interessengebiete der Älteren geht, sind sie ganz schnell auch in der Lage, sich das Wissen anzueignen. Lebenslanges Lernen ist auch klar. Also da gibt es überhaupt keinen Hinderungsgrund, warum die Älteren, auch über 90-Jährige, steigen ein und kommen damit zurecht. Da liegt also nicht unbedingt das Problem, sondern eher auch in der Begleitung und in der Heranführung an das Thema überhaupt. Okay. Also das heißt, nehmen jetzt einfach auch mal so die Beispiele auf. Ministerin Sinemus hat erzählt, also Hardware wurde zum Beispiel auch ausgeteilt. Volker Jung stellt dann doch die Frage, ist das alles, wie sieht das mit der Begleitung aus, damit auch ältere Menschen damit zurechtkommen? Dann noch die Frage an Sie als Bildungsreferentin, also ist da ein klarer Bildungsauftrag rauszuhören und wie könnten konkrete Angebote zum Beispiel wo aussehen? Haben Sie da zum Beispiel auch Ideen und was für Rahmenbedingungen bräuchten wir dafür? Ja, super Frage. Also wir wünschen uns eben diese digitalen Erfahrungsorte mit didaktisch und pädagogisch geschultem Personal. Und die werden in den öffentlichen Bibliotheken gut verortet oder in den Rathäusern, wo ja auch Bürgerbüro und sonstige E-Government-Vorgänge getätigt werden mögen von den Bürgerinnen und Bürgern. Dann könnte ich da doch in den Raum gehen, wo ich dann mit Hilfe meinen Termin beim Bürgerbüro online machen kann oder meine Steuererklärung abgeben kann.
Also diese Angebote würden wir gerne sehen in den Rathäusern oder Bibliotheken. Und dann brauchen wir eben auch in der Erwachsenenbildung einen stärkeren Ansatz, nicht so verschult vorzugehen, sondern dialogisch vorzugehen. Also Ansätze der Geragogik, der Pädagogik im Alter sozusagen zu verfolgen und dort den Bedarfen der Älteren einfach entgegenzukommen. Langsames dialogisches Vorgehen mit viel Wiederholung, aber auch die Sichtweise, die Logik der männlichen Weißen, sage ich mal, die digitale Technik oftmals entwickeln, ist eine andere als die der weiblichen Älteren, wenn ich jetzt mal so sagen darf, denn diejenigen, die nicht im Netz sind, der Älteren, sind eben auch oftmals weiblich. Und da braucht es sozusagen andere Vermittlungsstrategien. Und der Digitalpakt Schule ist ja im Bereich Bildung. Also insofern Digitalpakt Alter sollte auch die Bildung, die Erwachsenenbildung in den Blick nehmen und von mir aus gerne 50 plus. Dankeschön. Frau Jung hatte einen Beitrag dazu. Ja, ich will es nochmal aufgreifen, weil das war heute auch wohl ein wesentliches Thema bei unserem Fachtag Digitalisierung vom Netzwerk, wo es schon deutlich darauf hingewiesen wurde, dass eben bei der Entwicklung der Technik die Nutzer nicht beteiligt sind. Also ich rede jetzt gar nicht von Nutzer im fortgeschrittenen Alter, sondern überhaupt Nutzer. Aber die Nutzer im fortgeschrittenen Alter muss man mit berücksichtigen, dass die Technik im Wesentlichen aus der Logik entwickelt wird, der Entwickler selbst. Und wir hatten vor einiger Zeit eine Veranstaltung mit dem KIT in Karlsruhe und dort wurden wir auch, also das wurde deutlich, es gibt eine eigene Sprache, die ist durchzogen von Anglizismen und die ist schwer vermittelbar, weil es setzt ganz vieles voraus und ein Satz und die meisten fühlen sich dann schon, sagen, ich verstehe eigentlich gar nicht, worum es hier geht. Dazu kommt die Komplexität von den Geräten und die wiederum dazu führt, dass ich diese verschiedenen Ebenen auch kennen muss und all dieses in einer Weise an unerfahrene Personen heranzubringen, das ist, glaube ich, mehr als jetzt das, was wir bislang kennen durch junge Menschen, die sagen, aus ihrer eigenen Welt jetzt das funktional erklären, aber wo es letztlich dann fehlt, das Ganze zu durchdringen und zu verstehen. Und dazu braucht es also auch eine andere Herangehensweise, wie Frau Röhricht schon sagte. Vielen Dank. Volker Jung, Sie schütteln den Kopf und haben eine Ergänzung. Ja, also gut, ich will da jetzt nicht direkt widersprechen, aber so ein bisschen. Frau Jung, widerspricht das jetzt dem, was eigentlich auch Entwicklungsgedanken gerade in der Digitalisierung sind? Also digitale Entwicklung wird extrem nutzerinnenorientiert gemacht. Also sonst wäre das Ganze auch nicht, ich sage es mal so, sonst wäre das Ganze auch, glaube ich, nicht so erfolgreich. Also wenn Sie, dass es immer noch kompliziert ist, dass bestimmte Dinge immer noch nicht so einfach sind, ist klar. Aber ich glaube gerade auch, dass iPhones, Tablets von älteren Menschen jetzt genutzt werden, hängt natürlich damit zusammen, dass die auch nutzerfreundlich sind, dass es oft sehr intuitiv geht, dass man es probieren kann und keine Angst haben muss, dass ein Computer zusammenbricht. Also wir kommen ja aus einer Zeit her, also als ich so einen ersten Computer in den 80er Jahren hatte, da hat man jedes Mal Angst gehabt, das Ding zum Absturz zu bringen. Und das Ganze hat sich zu einem intuitiven Bedienen von Geräten hinentwickelt. Und jetzt kann man immer noch mal fragen, wie ist das mit älteren Menschen? Wie sind die im Blick? Das würde ich schon noch mal fragen. Also ich habe irgendwann mal auch gelernt in der Beschäftigung mit, dass gerade das Tablet und die iPhones eigentlich von dem intuitiven Bewegen von Kleinkindern her entwickelt wird und entwickelt worden ist. Und wenn Sie in Silicon Valley fahren und mit Startups reden, die machen immer erstmal Produkte, die sofort im Nutzerabgleich sind. Da würde ich eher fragen, sind die älteren Menschen als Nutzerinnen und Nutzer im Blick? Das ist, glaube ich, die Richtung. Also nicht die Nutzerorientierung. Das ist eigentlich ein Grundprinzip der Entwicklung. Und da kann man schon fragen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass natürlich es ganz wichtig ist, dass Geräte groß genug sind,
wenn man ganz bestimmte Einschränkungen hat, wenn man merkt, also ich kann, das ist mir viel zu klein, das sehe ich gar nicht mehr richtig, dann brauche ich ein größeres, auch ein größeres iPhone oder Tablet oder wie auch immer, und muss es erkennen können. Das sind Dinge, über die man reden muss, über die man nachdenken muss, wie das eigentlich geht. Aber ich denke, dass das hier und da schon auf dem Weg ist und da müsste man schon nochmal einbringen, wie sind denn die Herausforderungen. Und da muss man natürlich an die Menschen denken, Sie haben es auch wunderbar beschrieben, für die, die sich da zwar rantrauen, aber und nicht nur das lernen wollen, sondern die wirklich dann auch jemanden an ihrer Seite brauchen. Das ist ja doch die Erfahrung jetzt gewesen in den Altenheimen und auch in den Krankenhäusern. Da sind Leute manchmal gar nicht mehr in der Lage, auch physisch nicht in der Lage, diese Dinge zu bedienen. Und dann nutzt mir die Hardware allein überhaupt nichts. Da brauche ich einen Menschen an meiner Seite, der das für mich macht und der damit reingeht. Und da, finde ich, muss man einen Blick für kriegen. Und ich finde das, um nochmal einen Bogen zu schlagen, finde das auch nochmal toll zu sagen, es muss immer auch ein Recht geben und immer auch eine Möglichkeit geben für ein Leben ohne digitale Kontakte. Also das, wenn wir sagen, wir wollen, da kommen wir ja auch in den Bereich, den wir vielleicht noch besprechen müssten, vielleicht ist es heute am Tag auch schon passiert, gerade was Pflege angeht, wir dürfen doch durch die Digitalisierung den menschlichen Kontakt nicht ersetzen. Also wir müssen doch gucken, dass das ineinander greift und zueinander findet. Das wäre doch was ganz Wichtiges. Und das gilt gerade auch für den Umgang mit und in der Beziehung zu älteren Menschen. Ja, vielen Dank. Also auf den Bereich der Pflege werden wir nachher natürlich auch noch ausführlich zu sprechen kommen. Die Frau Jung hat sich nochmal gemeldet und der Herr Grunewald meldet mir auch zurück, dass es online und von der Teilnehmerschaft auch nochmal Rückfragen gibt. Aber jetzt zuerst mal an Sie, Frau Jung. Sie hatten sich kurz dazu gemeldet. Naja, ich habe das mir eigene Stichwort Pflege genommen. Wenn Sie dann später noch zukommen, ziehe ich das zurück und bringe es. Gut, wunderbar. Vielen, vielen Dank dafür. Michael, du meintest, es gibt jetzt neue Rückmeldungen und Fragen. Ja, es gibt einmal eine Frage an Herrn und Frau Jung. Und zwar, sollte Kirche und Diakonie nicht selber neue Projekte für die Gemeinwesenarbeit oder Nachbarschaftsarbeit finanzieren, um dort die neuen Möglichkeiten auch nutzen zu können, auch um neue Kontakte zu erschließen? Und eine Frage an Frau Professor Sinemus. Sinemus, ich sag's jetzt mal. Sinemus? Mhm. Sinemus, Entschuldigung. Macht nichts. Ob es auch Geräte gibt, auch da wieder eine Gerätefrage für die Bildungseinrichtungen. Gerade auf dem Land, viele Menschen gibt es, die gar keine Geräte kaufen können oder aufgrund ihrer mangelnden finanziellen Ausrichtung keine kaufen können? Ich beantworte einfach mal die Frage, was die weiteren Geräte angeht. Also wir haben sowohl investiert als Land Hessen in die Senioren- und Pflegeheime als auch in die Bildung. Hier haben wir das, was über das Bundesministerium zur Verfügung gestellt worden ist, nochmal aufgestockt, um genau denen, die sich das nicht leisten können, den Bedürftigen, denjenigen in Schule und die Geräte zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, kurz vor der Sommerpause habe ich das Vergnügen gehabt, zusammen mit dem Kultusminister die ersten 800 iPads in Schulen zu verteilen. Und das geht auch stetig voran. Und mit Unterstützung der kommunalen Schulträger hat hier das Land Hessen nochmal besonders investiert, indem wir 20% auf die 37,5 Millionen, meine ich, die wir vom Bund bekommen haben, zusätzlich aufgestockt haben, dass wir hier maximal alle mit Endgeräten ausstatten können. Okay, vielen Dank für die Antwort. Da war ja noch die zweite Frage, ich glaube, an den Herrn Jung. Michael, könntest du die vielleicht auch noch mal wiederholen? Ja, die Frage an Herrn Jung und an Frau Jung, ob Kirche und Diakonie nicht selber da aktiv werden und Projekte finanzieren, die eben diese neuen Möglichkeiten, die es auch gibt, nutzen zu können, um neue Kontakte auch in Nachbarschaften, in der Gemeinwesenarbeit herzustellen.
Naja, erstmal zu sagen, das sind natürlich wunderbare Ideen und wo man sich zu eigen macht und wo man versucht, das auf den Weg zu bringen, ist es großartig. Und dort, wo Kirchengemeinden auch als diakonisches Engagement gerade diese Kommunikationsarbeit für sich als Aufgabe erkennen und sich daran engagieren, finde ich das wunderbar. Ich glaube, das ist nicht zuerst die Frage nach der Projektfinanzierung. Also sagen wir, jetzt stellt man irgendwie große Töpfe zur Verfügung, die wir, muss ich sagen, auch gar nicht haben, sondern da ist es die Frage, wie kann man vor Ort Menschen zusammenbringen, um so ein Engagement wirklich auch als ein Gemeinwesenprojekt dann mit anderen gemeinsam auf den Weg zu bringen. Ich würde jetzt erstmal, Frau Röhrig, ist das direkte Anmerkung zu dem, was Herr Jung gesagt hat? Dann wäre da noch... Ich weiß nur nicht, ob Frau Jung auch noch ihren Teil beitragen möchte, dann danach. Gut, dann Frau Jung, Aufgabe der Diakonie, was sagen Sie dazu? Ja, also wenn die Diakonie das Geld hätte, gemeinwesenorientierte Arbeit ist kommunale Arbeit und wir erhalten die Mittel dafür von den Kommunen. Was ja eine Strategie gegenwärtig ist, ist zu überlegen, ob nicht Fördermittel, die ohnehin zur Verfügung gestellt werden, damit verknüpft werden, ob sie auch digitale Elemente beinhalten und damit, damit beitragen, niedrigschwellig etwas zu initiieren. Aber wir als Diakonie haben beispielsweise mit Mitteln des Sozialministeriums ein Projekt, das jetzt das dritte Jahr läuft, das sozusagen einen Vorbildcharakter haben könnte für das, was Frau Röhrig Sie auch im Hinblick auf die Kommunen überlegt haben, nämlich sozusagen zugehende Technikberatung in Seniorenhaushalte, also Technik nicht affine Personen in einer, ohne dass es jetzt ein Verkaufsgespräch werden muss, eine Art und Weise zu informieren darüber, was für Möglichkeiten bestehen und daraus dann auch noch Maßnahmen abzuleiten, die man kommunal aufgreifen kann. Also das ist sozusagen ein erster Weg. Ich bin allerdings nicht so ganz sicher, ob das sozusagen flächendeckend ein Konzept sein sollte, dass wir die Digitalisierung als die Kommunikation der Wahl sehen, sondern wir erleben gegenwärtig in der gemeinwesenorientierten Altenarbeit auch durch Corona eher so ein Zurück von komm zu mir nach Hause. Also ich gehe nicht mehr so gerne raus, ich fühle mich unsicher und ich möchte jetzt nicht einen technischen Kontakt haben, weil das sehen wir ja bei uns jetzt schon bei dem Gespräch, wir haben noch nicht mal die Möglichkeit, einen Augenkontakt aufzunehmen, richtig, sondern das verändert sich durch die Technik. Ich möchte einen Menschen haben und daher war bei unserem Ansatz auch dieses, wir wollen zugehen, die eine Person haben, die über technische Möglichkeiten informiert und auch sozusagen eine kleine Batterie von Ausprobierhilfen hat, die eben im Privathaushalt unterstützen können. Gut, danke schön. Frau Röhricht, Sie hatten jetzt eine Anmerkung noch dazu. Ja, gerne. Also zu dem Thema, weil ich das genau, das für mich in die richtige Richtung geht, so was Sie beide gesagt haben, ist natürlich richtig. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, sich in der analogen Welt, in der Wirklichkeit zu treffen, in der Begegnungsstätte und dann zum Beispiel ein digitales Angebot wahrzunehmen oder einen Film zu schauen, der digital übertragen wird, einen Referenten zuzuhören, der digital hinzukommt und etwas erzählt. Aber was ich dazu sagen wollte, wir haben recherchiert, dass es in Deutschland über 400 Senioren-Internet-Initiativen gibt, also von sich selbst heraus gegründete, teilweise an Kommune oder Seniorenbüro angeschlossene Gruppen, die speziell Älteren helfen, auch selber älter sind vielmals. Und das finde ich großartig. Also da gibt es quasi schon Erfahrungsorte oder auch Schulungsangebote, die niedrigschwelliger sind. Und wir haben mit unserem Projekt Digitalkompass eine Möglichkeit, 100 Digitalkompass-Standorte zu ernennen. Und da sind wir stetig dabei, das in der ganzen Republik aufzubauen, vom Verbraucherschutzministerium finanziert. Und da ist unsere Bedingung, dass die Gruppen vor Ort vernetzt vorgehen. Das heißt, sie sollen in der Kirchengemeinde mit der Kirchengemeinde kooperieren oder der VHS oder dem Mehrgenerationenhaus und gemeinsam dieses Angebot sozusagen
erstellen, was auch Begegnung heißt. Also zum Beispiel Smartphone-Treff, dann kommen die aber zum Kaffee trinken, die Menschen zueinander, oder bekommen auch Besuch von diesen Internetinitiativen. Und das halte ich für eine ganz wichtige Komponente, zu sagen, auch als Kirche zu sagen, wir vernetzen uns mit anderen, um sozusagen auch technische Ausbauten zu nutzen, die der eine vielleicht hat, der andere nicht, der nächste hat den Raum. Und dann können wir diese Erfahrungsorte durchaus auch jetzt schon, oder sie entwickeln sich ja schon, jetzt schon verwirklichen. Und davon halte ich sehr viel, Vernetzung und dann aber auch Begegnung und Digitales zusammenzubringen. Dankeschön. Es gibt hier über Facebook auch noch ein paar Kommentare, unter anderem ein Plädoyer von der Hella Blum, der Differenzierung der Gruppe der Älteren, dass Ältere und Hochaltrige zwei verschiedene Gruppen sind, auch im Hinblick Digitalisierung. Das ist natürlich vollkommen richtig. Und die davorgehende Frage, ich glaube, die können, oder kann ich an Sie, Herr Jung, und auch Sie, Frau Sinemus, weitergeben. Die Frau Blum fragt nämlich, könnte nicht auch Kirchengemeinde, und das Gleiche lässt sich natürlich auf die kommunale Ebene ja auch übertragen, solche digitalen Erfahrungsorte anbieten, wäre Ihrer Meinung nach eine gute Aufgabe für Kirche im Quartier beziehungsweise auf kommunaler Ebene für das Quartiermanagement in den Stadtteilen. Wäre das etwas für Kirche oder Kommune, Frau Sinemus? Ich gebe Ihnen das Wort. Ich sage jetzt mal gleich, ich finde das einen guten Ansatz. Wir versuchen auch beispielsweise, weil Frau Röhrig das auch genannt hat, hier Unterstützungsmöglichkeiten, Aus- und Weiterbildung, aber auch Unterstützung und Anleitung zum digitalen Verwalten, also in den Rathäusern tatsächlich bei den Kommunen auch als einen Vorschlag zu deponieren. Und ich finde diesen Gedanken, das als Quartiersidee auch in Kirchen weiterzuführen, einen sehr charmanten. Ob der Umsetzbarkeit, glaube ich, ist Herr Jung der bessere Ansprechpartner. Wir machen uns zurzeit ja ganz viele Gedanken, in welche Richtung muss sich auch Kirche weiterentwickeln. Und da gibt es ja auch schon ganz viele Initiativen und auch vor Ort viele, viele Ideen. Jetzt gerade auch in der Corona-Zeit ist nochmal einiges gekommen. Und wir haben jetzt, also in den strategischen Überlegungen, die wir uns machen, eigentlich genau das im Blick, was Frau Röhrig beschrieben hat. Es geht nicht darum, dass Kirchengemeinde jetzt irgendwie von sich aus bestimmte Projekte anbietet und initiiert. Das können sie oft gar nicht alleine, sondern es geht darum, erstmal die Arbeit im Gemeinwesen und für das Gemeinwesen als eine Aufgabe zu sehen. Und das ist dann auch eine Haltungsfrage. Und dann muss ich Kooperationspartnerinnen suchen, mit denen ich das auch hinbekomme. Und dann, wenn man merkt, bei uns jetzt in der Region, in der Gemeinde, da braucht es jetzt Leute, die genau diesen Prozess der Digitalisierung begleiten, die auch zu älteren Menschen in die Häuser gehen. Jetzt war eher vielleicht bei den Hochaltrigen. Dann muss man versuchen, mit wem zusammen kann ich das machen? Und da kann man nicht alles selber machen. Und ich werbe eigentlich sehr dafür, dass wir in unseren Kirchengemeinden diese stärkere Gemeinwesenorientierung hinbekommen, ohne jetzt gleich in Förderprojekten zu denken, sondern wie können wir uns in unserem ganz auch im Evangelium begründeten Auftrag, Salz der Erde, Licht der Welt zu sein, engagieren. Und wie können wir das mit anderen zusammen tun? Das ist eine andere Richtung, als zu sagen, wir machen als Gemeinde Veranstaltungen und warten, bis Leute zu uns kommen. Diese geöffnete, ins Gemeinwesen hinein ausstrahlende Grundhaltung, die Bedürfnisse von einzelnen Menschen aufnimmt, das ist eigentlich das, wo wir noch stärker werden können. Ich will überhaupt nicht sagen, dass es das nicht gibt. Es gibt auch viele, die da wirklich schon gut unterwegs sind, aber da kann auch viel mehr passieren. Das ist völlig richtig. Dankeschön, Herr Jung. Der Michael Grunewald signalisiert mir gerade, dass noch neue Fragen da sind. Michael. Ja, das war schon eine halbe Antwort auf eine der Fragen. Und zwar wird deutlich, dass diese Zusammenarbeit zwischen Land, Kommune und Kirche auch gerade für ältere Menschen im Sozialraum vernetzt auch gedacht werden muss. Und wie ist das? Wie kann man das hinbekommen, dass hier im Sozialraum mehrere Akteure aus Land und Kirche zusammenarbeiten? Und dann auch nochmal, auch in dem Zusammenhang, die Anregung, die Hella Blum ja auch gemacht hat, ein bisschen auch differenzierter zu schauen, zu sagen, es sind nicht alle Alten sozusagen gleich alt.
Ja, und zwar nicht altersmäßig, physisch, sondern im Umgang mit den Technologien. Und dass man da auch schauen muss, ist es wirklich eine Frage des Alters oder gibt man auch hier, ich sag mal, Bildungszugänge? Frau Röhrich hatte das ja schon angesprochen. Mhm. Ja, welche Rolle spielen da die Bildungszugänge? Auch nochmal an Herrn Dr. Jung und Frau Dr. Sinemus. Ja. Ja, tut mir leid, es ist eigentlich ganz einfach. Alles gut. Ja, also wollen Sie zuerst? Ich übernehme dann von Ihnen. Ich habe was umgekehrt gemacht. Ja, okay. Ja, es ist, also die Frage ist ja, wie kriegt man das hin? Das heißt ja erstmal, wir müssen vor Ort einfach Menschen gewinnen, die sich das als Aufgabe zu eigen machen. Das ist das A und O. Also ich kann nichts von oben irgendwie verordnen und konzipieren, sondern ich muss Menschen gewinnen, die sagen, das soll unsere Aufgabe sein. Und das fängt bei in Kirchengemeinden, auch bei den Kirchenvorständen an, die sagen, die für sich solche Aufgaben definieren müssen, die das auch aus einer inneren Motivation heraus tun und sich nach außen öffnen und im Gemeinwesen engagieren. Und das ist eigentlich da, wo wir Impulse setzen müssen. Wir können es nicht als Kirchenleitung, so tickt unsere Kirche sowieso nicht, wir können dies nicht irgendwie programmatisch oder gar administrativ irgendwie verordnen, jetzt macht das mal, sondern wir müssen genau dafür werben. Und das heißt aber für eine neue Aufmerksamkeit werben, auch was Menschen bewegt, was Menschen brauchen und sich das dann auch wirklich zur Aufgabe zu machen. Ich nehme den Ball mal auf im Sinne von Denken, Querdenken, Neudenken und möchte nochmal eine Anregung, auch Informationen in die Runde geben. Wir haben hier als Digitalbereich auch ein neues Förderprogramm aufgelegt, gerade in Zeiten von Corona. Das heißt Ehrenamt digitalisieren. Und ich finde, dass an dieser Schnittstelle zwischen einerseits den Bedürfnissen und dem Bedarf, analog miteinander zusammenzukommen, aber auch gleichzeitig vielleicht eine digitale Lösungsansätze, sei es Videokonferenzen oder auch Vernetzung über eigene Chats oder Ähnliches möglich zu machen. Das kann vom Ehrenamt hier auch bei uns beantragt werden. Da haben wir auch schon sehr viele spannende Projekte. Und vielleicht wäre das auch etwas, was man in einem Bottom-up-Prozess, so haben Sie das ja auch beschrieben, Herr Jung, auch initiieren kann, dass man einfach auffordert, mal quer zu denken und sagen, komm, lass uns doch mal vernetzen, ganz analog, und lass uns aber auch versuchen, dieses analoge Format auch digital weiterzudenken, sodass wir analog und digital, je nachdem, in welchen Situationen wir uns befinden, sei es Lebenssituationen oder auch Krisensituationen wie jetzt, als Chance entwickeln können. Vielleicht ist das auch noch mal ein Gedankengang. Prima, vielen Dank. Frau Röhrich, eine Anmerkung dazu und dann Herr Grunewald noch mal mit einer Frage. Gerne würde ich das ergänzen, auch von einem Eindruck. Ich finde diese Richtung auch überhaupt, was das Land Hessen macht, vorbildlich. Ich habe eine Erfahrung von einer Bürgerinitiative, die gesagt hat, wir haben also versucht, über die Zeitung für unsere Interessen zu werben. Es ging um irgendeinen Konflikt in dem Ort, in dem der Herr lebte. Und die andere Seite der Bürgerbewegung, die für die Änderung des Schlosstors in eine andere Richtung war, hat digitale Medien eingesetzt und hat sozusagen diesen Kampf gewonnen. Ja? Also Bürger zu aktivieren und zu sagen, wir müssen hier das Tor so streichen und die anderen wollten es anders. Also das heißt, man merkt auch, dass man über digitale Medien unter Umständen mehr Einfluss nehmen kann. Und das zweite Bild, was ich aber zeichnen wollte, ist ein Aushang, den ich an einem kleinen Landbahnhof gesehen habe, wo ein Bürger geschrieben hat, ich möchte, dass der Zug hier weiterhält. Bitte setzt euch mit mir dafür ein, dass in unserem Dorf nach wie vor der Regionalexpress hält. Hat ein Zettelchen dran gemacht, dass man ihn kontaktieren kann und mehr erfahren kann über sein Engagement. Und gleichzeitig gesagt, ich habe auch eine Initiative im Netz über Campack oder über eine andere Plattform, um diesem Wunsch auch noch Ausdruck zu verleihen. Das heißt, die Menschen sind total kreativ in der Richtung und vielleicht ist es auch immer beides mitzudenken. Notwendig, aber
Engagement sozusagen in diese Welt zu heben, tut sicher Not und auch uns gut, wenn wir das tun, wenn wir beides machen. Herr Jung hat so schön in seinem Buch geschrieben, wir müssen die digitale Welt gestalten, sonst gestaltet sie uns. Also das finde ich wichtig, dass wir nach wie vor eben auch sozial, in sozialen Belangen uns melden und laut unsere Stimme laut machen. Vielleicht dazu noch eine ganz kurze Ergänzung. Ich nehme das gerne auf von Ihnen, Frau Röhricht. Wir hatten heute unseren ersten Beteiligungsformat zur digitalen Strategie Hessens. Da haben sich über 250 Beteiligte gemeldet, die mitdiskutieren wollen. Und was mich wirklich sehr auch gefreut hat, ist, dass da auch Menschen bei waren, die gesagt haben, ich bin jetzt 76, ich will mich mit dem Medium auseinandersetzen. Wie können Sie mir Unterstützung bieten, um das zu tun? So, und alleine, dass diese Fragen kommen, alleine, dass Menschen sich in dem Medium mit dem digitalen Strategie Hessens beteiligen, zeigt mir, dass wir hier eine andere Offenheit haben. Und möchte auch nochmal dafür werben, nicht eine Klassifizierung nach Alter zu tun, sondern eher eine Klassifizierung nach, ja, wie soll ich sagen, Nutzen oder Wünschen zu gehen. Ja? Wer das nicht machen möchte, der soll auch nicht diskriminiert werden, weil er sich eben nicht mit dem Digitalen auseinandersetzen möchte. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber er soll Möglichkeiten haben, sich zu integrieren. Und da, glaube ich, haben wir noch einiges auch an gesellschaftlichem Diskurs vor uns. Denn es geht nicht darum, und das hat ja auch Herr Jung in seinem Buch schön beschrieben, es geht nicht darum, dass Digitalisierung ein Selbstzweck ist und es geht auch nicht darum, dass diese Technik irgendwie mal über uns schwebt und dann mal vorbei ist. Es geht darum, Möglichkeiten der technischen Nutzung in unseren Alltag so zu integrieren, dass es Lebensqualität erhöht und Alltag erleichtert. Genau. Vielen Dank für diese Ergänzung. Michael, du sagtest, es gibt noch eine Frage und die kommt von dir. Genau, es gibt eine Frage, die kommt von mir, weil ich ja als Referent für digitale Welt auch viel im Lande unterwegs bin. Ich war auch letzte Woche in der Kirchengemeinde zur Corona-App unterwegs, digital versteht sich. Und der Kirchengemeinde ist es tatsächlich gelungen, Menschen anzusprechen, über 80, die sonst nie in die Kirche kommen. Die aber über diesen Weg, weil sie zum Beispiel gebrechlich sind, sonst gar keinen anderen Zugang mehr haben. Aber meine Frage ist, ich wohne ja hier in Rheinland-Pfalz und in Rheinland-Pfalz gibt es die sogenannten Digitalbotschafterinnen und Botschafter. Das heißt, es gibt in jeder größeren Stadt gibt es Menschen ehrenamtlich, die sagen, wir sind Ansprechpersonen für Senioreninitiativen, für Kindergärten, die gemeinsame Projekte machen wollen. Wäre das nicht auch eine Möglichkeit für das Land Hessen? Es ist eine Möglichkeit, aber ich finde, dass sich auch eine Möglichkeit so selbst entwickeln kann. Ich hatte das ja vorhin gesagt, dass dieser Bottom-up-Prozess finde ich wichtig. Und wenn Sie jetzt von diesem Beispiel sprechen und sagen, sowas sollten wir auch in Hessen machen, dann fände ich das wunderbar, wenn sich einige Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch jetzt dabei sind, sagen, ist eine gute Initiative. Wir vernetzen uns, machen einen Antrag zum Thema Ehrenamt Digitalisierung und dann fördert das Land das. Weil ich finde einfach dieses von oben aufoktroyieren, ich formuliere es jetzt mal ein bisschen drastisch, ist etwas anderes, als wenn Engagement von unten kommt. Und das ist genau das, was wir gerne möchten, dass wir hier Ehrenamtler unterstützen im Selbstengagement. Frau Röhricht, noch eine Ergänzung dazu. Ja, also ich weiß, dass diese Digitalbotschaft, dass es die Digitalbotschaft in Rheinland-Pfalz gibt. Ich weiß aber auch, dass in Rheinhessen viel passiert, also in dem sozusagen Übergang nach Hessen und dass die Landesmedienanstalt in Mainz zum Beispiel auch Landesmedienzentrum in Mainz Angebote macht, Silversurfer, Silvertipps und diese Senioren-Internet-Initiativen, die ich genannt habe, gibt es 18 an der Zahl in Hessen, was ganz ordentlich ist, wenn man mal den Ländervergleich nimmt. Also insofern könnten wir jetzt auch von der BAKSO da gerne Auskunft geben, wo in Hessen solche Orte sind, Herr Grunewald. Und da gibt es schon einige Bewegungen. Ja, danke schön. Bewegung, ein gutes Stichwort auch für die nächste Frage an Volker Jung. Die Corona-Zeit, ich arbeite ja selber auch innerhalb der EKHN, die war unheimlich dynamisch. Es hat sehr, sehr viel verändert. Zwangsläufig musste sich sehr viel verändern, vor allen Dingen auch im Bereich Digitalisierung. Und in den letzten
Monaten eigentlich sind innerhalb der EKHN zahlreiche ganz tolle, kreative, innovative Ideen, Gedanken, Projekte entstanden, auch online, digitale Projekte. Und es gab auch einen regelrechten Digitalisierungsschub. Und da jetzt einfach so die Frage jetzt an Sie, wie geht es Ihrer Meinung nach einem möglichen Ende von Corona weiter zurück zum alten Bewährten? Oder nutzen Sie im Prinzip die Welle, um, ich sag mal, ein Digitalformat, ein digitales Image weiter auszubauen? Ich denke grundsätzlich, dass wir nach Corona, was hoffentlich bald kommt, aber gar nicht so sicher ist, wie lange uns das noch beschäftigen wird, nicht mehr dieselben sein werden wie vorher. Das wird für viele, viele Lebensbereiche gelten. Und wir werden uns auch wieder ein Stück neu orientieren müssen. Wir werden in ganz bestimmten Bereichen plötzlich vorsichtiger sein, auch wenn sich Dinge gelockert haben. Ich nehme es als ein Beispiel dafür, dass ich natürlich jetzt noch nicht genau sagen kann, wo wir dabei landen werden. Aber ich bin ziemlich sicher, dass wir eine neue Mischung von analog und digital finden werden. Das wird in Konferenzbereichen sein. Wir werden bestimmte Gremien so machen, dass wir sagen, ja, da wollen wir jetzt wirklich zusammen sein. Und wir werden bestimmte Tagungen genauso machen, wie wir es jetzt machen, per Videokonferenz. Das wird sich, glaube ich, neu formieren. Und es wird auch Formate geben. Also ich kann mir vorstellen, dass auch in der Kirchengemeinde, die jetzt dann vielleicht wieder im ganz normalen Umfang analog Gottesdienste feiert, dass sie trotzdem sagen, ein paar Mal im Jahr machen wir auch einen Digitalgottesdienst. Ich will ein Beispiel erzählen, was mich total berührt hat. Da hat eine Gemeinde Gottesdienst per Videokonferenz entwickelt. Und diesen Gottesdienst per Videokonferenz so, dass man musste sich dann natürlich auch vorher anmelden, einen Zugang bekommen, da muss man schon ein bisschen gucken, dass das auch nicht gestört wird. Aber dann waren da an dem Sonntagmorgen 80 Menschen zugeschaltet. Und diese 80 Menschen waren aber nicht allein. Die saßen oft im Wohnzimmer mit 3 oder 4 zusammen. Und das besonders Berührende war, dass das auch generationsübergreifend war. Dann saß plötzlich die 90-jährige Frau vor dem Tablet und die anderen standen drumherum und waren an diesem Gottesdienst beteiligt. Das ist eine ganz andere Form von Beteiligung, als wir sie analog erlebt haben. Und ich kann überhaupt nicht sagen, wie Menschen das dann also erlebt haben, da wird man im Nachhinein auch nochmal drauf gucken müssen, hatte aber den Eindruck, dass das total berührend war. Das war auch sehr schön gemacht, das war ganz klar strukturiert. Und während des Gottesdienstes waren natürlich immer nur diejenigen, die aktiv waren, war das Mikrofon frei, das wechselte aber. Man konnte sehr schön Beteiligung arrangieren. Und dann nach dem Gottesdienst, das war wunderbar, wurden alle Mikrofone freigeschaltet. Und dann gab es ein Geschnatter auf Zoom, wo die Leute durcheinander geredet haben, sich gegenseitig begrüßt haben, angefangen haben, sich zu winken. Und da habe ich gemerkt, da kann auch was passieren. Und es war möglich, dass Menschen daran teilgenommen haben, die sonst überhaupt nicht mehr in die Kirche gehen können, rein weil sie es physisch nicht hinbekommen haben. Und so, aus so einem Beispiel heraus würde ich gerne weiterdenken und sagen, da eine Mischung zu finden, kann auch ein echter generationsübergreifender Gewinn von Beteiligung sein. Vielen Dank. Michael Grunewald meldet sich gerade. Es gibt eine Frage noch. Genau, andere Frage, anderes Themengebiet. Und zwar, Digitalisierung in einer alternden Gesellschaft bedeutet auch, dass wir ältere Arbeitnehmerinnen mitnehmen müssen, was über Kommunikation mit Endgeräten hinausgeht. Was gibt es da von Seiten der Landesregierung, aber auch von Seiten der EKN als strategische Elemente, also die eigenen Beschäftigten, die Beschäftigten mitzunehmen in diesen Prozessen? Wollt ihr anfangen? Ich übernehme dann. Also ich muss jetzt, gut, ich kann dir sagen, wir haben da jetzt natürlich keine ausgefeilte Strategie oder so, wobei es intern völlig klar ist, dass wir uns deutlich machen, das ist ja ein anderer Bereich, wie entwickeln wir uns in der eigenen Verwaltung, in der eigenen Arbeit digital weiter, und da muss es eigentlich selbstverständlich sein, dass wir uns da auch miteinander so entwickeln, dass auch die älteren Arbeitnehmerinnen mitgenommen werden. Wobei ich warne davor,
hier einfach einen Generationsunterschied zu machen. Es ist nicht so, dass es nicht auch diesen Fortbildungs- und Entwicklungsbedarf für die Jüngeren gäbe. Also da ist es gefährlich, glaube ich, von vornherein in Alterskategorien zu denken. Es ist immer eine gemeinsame Bildungs- und Weiterbildungsaufgabe, auch im beruflichen Kontext. Und ich wünsche mir natürlich, dass wir in unseren Einrichtungen da aufmerksam für sind und auch diejenigen, die da mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten sich weiterentwickeln, trotzdem immer die Chance geben, genau diesen Weiterentwicklungsprozess für sich selber auch zu begehen. Ich würde das noch insofern ergänzen, als dass für uns das ganz wichtig ist, auch auf diese Schnittstelle Aus- und Weiterbildung hinzuweisen und das auch zu verstärken, dass wir hier diese Umgang mit Digitalität letztlich auch in den Blick nehmen müssen. Das tun wir, indem wir als Digitalministerium jetzt ab Oktober eine eigene Aus- und Weiterbildungskampagne auf den Weg bringen, um auch eine höhere Sichtbarkeit für dieses Thema zu erwirken. Wir machen das in Zusammenarbeit auch mit Stakeholdern wie den Kammern. Und ich denke, gerade in den Kammern ist auch hier ein Umdenken ein Stück weit stattgefunden, als dass Wirtschaft früher in Schule geht, um darüber zu informieren, wie sich sozusagen auch digitale Aus- und Weiterbildung entwickelt. Und die Frage war ja auch, was passiert mit den älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern? Da gibt es auch verschiedene Angebote, sowohl von den Kammern als auch, wie gesagt, dass man schlichtweg einfach mal auch sensibilisiert für das Thema. Denn am Ende müssen es die Arbeitgeber auch umsetzen, sodass die Arbeitnehmer hier auch nicht die Sorge haben, ihnen wird der Arbeitsplatz weggenommen, sondern dass sie verstehen, dass Digitalisierung auch für sie noch eine Möglichkeit der Zukunftsausbildung ist, indem sie es integrieren in ihren Arbeitsalltag. Ja, vielen Dank für dieses Statement. Ich würde jetzt ganz gerne trotzdem nochmal den Gedanken aufnehmen, den ich ja gerade mit Herrn Jung auch nochmal gesprochen habe. Er hat in seinem Beispiel ja auch erzählt, Zugänge auch zu schaffen, neue Zugänge auch zu schaffen. Das ist ja ein großer Vorteil, den Digitalsysteme, Assistenzsysteme ja auch Menschen im Alter bieten, einfach neue Zugänge, neue Möglichkeiten. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass auch gerade bei alten Menschen der Einsatz von Smart-Assistenten oder Sprachassistenten auch sehr gefragt ist, vor allen Dingen auch im Bereich oder in der Situation, wenn keine Gesprächspartner mehr im Haus sind, in der Wohnung sind, einfach, dass auch jemand da ist, der antwortet, um eine fremde Stimme auch zu hören. Und da sind wir jetzt auch beim nächsten Thema mit den Sprachassistenten, Frau Sinemus, entschuldigen Sie mich bitte. Sie haben auf Ihrer Homepage des Landes Hessen ein Zitat stehen, und zwar: Für Sie gilt, Digitalisierung ist ein großer Gewinn, aber nur mit Menschen und für die Menschen. Und jetzt ist es ja so, diese Sprachassistenten, generell diese Assistenzsysteme, die sind ja nur so gut wie die Daten, die sie sammeln und die gesammelt werden. Das heißt, über Mikrofone wird das Umfeld aufgenommen, es wird analysiert, es wird personalisiert. Und Frau Röhricht hatte ja vorhin auch schon mal angesprochen, dass, ich sag mal, heute noch mal ein ganz anderes Bewusstsein auch gilt gegenüber Daten, Datensammlungen, wie jetzt vor, ich sag mal, einigen Jahrzehnten. Da ist die Frage an Sie: Wo ist denn Ihrer Meinung nach die Grenze, an der der Mensch als Individuum vor den gesammelten Daten und somit auch der Qualität der Dienste steht? Ganz schwierige Frage, weil am Ende können wir ja gar nicht entscheiden, wenn beispielsweise ein Hörgeräteentwickler sozusagen Daten für sich entwickelt, um dann nachher moderne Hörgeräte zu entwickeln, die dann auch eine KI-Möglichkeit zur Individualität schaffen. Insofern glaube ich, dass an der Stelle wir durch unser Kauf- und Nutzungsverhalten selektieren werden, was sinnvoll ist und was vielleicht auch nicht sinnvoll ist. Denn anders wird es nicht gehen. Und es ist richtig, wir betrachten hier generell als unser Dach der Digitalstrategie Hessens oder auch des Hauses, dass Digitalisierung den Menschen nutzen darf, muss und nicht umgekehrt. Und ich glaube, das ist eine Haltungsfrage. Und wenn man mit dieser Haltung auf die Themen draufschaut, dann ergeben sich viele Antworten von selber. Ja, Sie sagen eine Haltungsfrage, aber ist das auch nicht eine Frage der Regulation und der rechtlichen Rahmen, wie Daten, ja, wo
Da muss man auch wieder aufpassen, finde ich zumindest. Ich finde, dass es unsere Aufgabe ist, hier einen rechtlichen Rahmen zu setzen, ja, aber nicht zu sehr in die Tiefe zu regulieren und zu verbieten. Wir haben mit der DSGVO eine wirklich gute auch Regelung, und wenn wir diese 1:1 umsetzen und annehmen, dann glaube ich, haben wir schon einen Rechtsrahmen, in dem man sich relativ gut bewegen kann. Und man darf auch einen Rechtsrahmen nicht so entwickeln, dass Innovation verunmöglicht wird. Das heißt, Sie schweben dann auch im Prinzip zwischen dem rechtlichen Rahmen und der Möglichkeit, auch überhaupt Innovation auch zu entwickeln. Herr Jung, Sie waren ja auch im Silicon Valley. Sie haben sich ja auch sehr mit dem Thema Assistenzsysteme, künstliche Intelligenzen ja auch beschäftigt. Wo liegt denn aus Ihrer Sicht, auch als Kirchenpräsident, als Theologe, diese Grenze der Datenerfassung? Brauchen wir wirklich einen strengeren, ja, rechtlichen Rahmen, oder reguliert sich das im Prinzip alles selbst mit der Zeit? Ich glaube, es reguliert sich nicht selber. Es muss ein Rahmen gesetzt werden, und es ist in der Tat wahrscheinlich die Kunst, jetzt den Rahmen so zu setzen, dass freie Entfaltung möglich ist, dass aber bestimmte Grenzen gewahrt werden, vor allen Dingen, dass Rechte, individuelle Rechte geschützt werden. Das ist schon nötig. Also diese Idee, es gab ja mal so ganz in den Anfängen auch der Digitalentwicklung fast so eine Reich-Gottes-Vision, zu sagen, wir bauen mit der digitalen Welt eine neue Welt auf, die ist friedlicher, die ist besser und da wird alles gut sein. Da sehen wir ja, dass das genau nicht funktioniert. Also das ist ja, wir blicken im Internet und im Netz ja auch in Abgründe. Das ist immer die andere Seite, die man sehen muss. Von daher braucht es, glaube ich, schon auch Regulation. Das Netz ist kein rechtsfreier Raum. Und ich muss eigentlich die Gewissheit haben, dort, wo ich auf digitale Systeme zugreife, dass die nichts selbsttätig tun, was ich nicht will. Also es fängt ja bei Sprachassistenzsystemen an. Wenn ich Angst haben muss, bei irgendwelchen falschen Wörtern bestelle ich mir ein LKW von sonst irgendwie was komme damit nicht klar, da werde ich ja unsicher. Und also gerade, also ich sage mal, ältere Menschen, aber es geht mir ja auch schon so, ich bin da sehr skeptisch. Also ich habe noch kein Sprachassistenzsystem zu Hause, wo ich sage, jetzt dem vertraue ich mich an. Ich immer die Angst, was passiert denn jetzt eigentlich damit? Da muss ich eine Gewissheit haben, dass da nichts passiert, wo ich nicht einwillige. Ich muss gegebenenfalls Rückfragemöglichkeiten, wie auch immer. Ich will ein Beispiel beschreiben. Also wäre jetzt zu viel gesagt, dass ich mich da intensiv mit beschäftigt habe. Ich hatte dort ein Startup kennengelernt, die haben ein Überwachungssystem für eine Wohnung gebaut. Also sagen, wir wollen, dass Menschen möglichst lange in ihrer Wohnung bleiben können. Dazu gibt es verschiedene Kameras überall in der Wohnung und es gibt ein Komplettmonitoring. Das macht einem erstmal unglaublich Angst. Aber die Idee bei diesem System war die, da sitzt jetzt nicht irgendjemand, der guckt von außen rein, sondern dieses System, auch ein KI-System im Hintergrund, ist so gut trainiert, dass es dann die Notfallsituation erkennt. Also ich kann mich zu Hause bewegen, es gehen keine Daten nach außen, es sei denn, ich breche zusammen und brauche Hilfe, dann würde dieses System eigenständig nach außen einen Hilferuf loslassen. Also das System muss unterscheiden können, wenn ich mich zum Mittagsschlaf auf die Couch lege oder wenn ich da zusammenbreche und mich nicht mehr rühren kann. Ich finde das eine faszinierende Idee. Wenn ein solches System funktioniert, ist das natürlich ein Gewinn von Eigenständigkeit in der eigenen Wohnung und kann vermeiden oder kann wirklich das, also Selbstständigkeit auch nochmal steigern. Die andere Möglichkeit wäre die, ich gebe selbst die Daten frei, die nach draußen gehen. Also ich bin von außen, kann auch in meine Wohnung reingucken oder sowas. Aber das heißt eigentlich immer eine Verfügbarkeit, die muss gewährleistet sein. Und das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, das hinzukriegen. Aber das wäre so mein Grundprinzip. Wir müssen eine Kontrolle behalten. Also Kontrolle behalten, das setzt aber auch voraus, dass wir erstmal wissen, welche Daten überhaupt wie und wo und in welchem Umfang erstmal erhoben werden, wo gespeichert, wo verarbeitet werden. Und ich glaube, das ist ja gerade, was ich sag mal, aus so mobile Geräte, Smartphones, Tablets, Sprachassistenten, aber auch Online-Dienste angeht,
wirklich nicht so ganz einfacher Punkt. Also das ist, ich glaube, das ist absolut wichtig, aber wir haben das ja jetzt vielleicht, also da habe ich mich auch eine Weile mit beschäftigt, mit der Corona-Warn-App. Das ist ja auch so eine Frage, vertraue ich mich so einer App an, mit der man sicher eine Bewegungskontrolle machen könnte, aber nochmal zu sehen, wie sind die Daten verschlüsselt, die weitergeben, und nachdem, wie ich es nachvollzogen habe, habe ich den Eindruck gewonnen, da ist ein hohes Maß an Verschlüsselung, sodass da eine persönliche Identifikation nicht möglich ist. Also mir persönlich eine Warnung zukommen kann, aber diese Daten nicht genutzt werden können. Und in so einem System vertraue ich mich an. Genau, das heißt, es sind wir wieder beim Thema Bildungsauftrag, den ich da sehe, weil erstmal überhaupt dahin zu kommen oder entscheiden zu können, ob ich mich anvertraue oder nicht. Frau Röhricht hebt da schon ganz passend die Hand dazu. Und danach die Frau Jung, genau. Frau Röhricht, bitte. Ja, bei der Corona-App stimme ich zu, dass die so sicher gebaut ist, aber ich mache ja meine Ortung sozusagen an. Das heißt, ich bin schon findbar, auch für andere Apps, denen ich das wiederum verbieten muss, leider. Also ich bin auch sehr dafür, wie Sie sagen, dass ich aktiv sozusagen sage, okay, denen gebe ich meine Daten, denen nicht. Aber es ist ja häufig so, dass wenn man eine App runterlädt, man schon sozusagen die Zustimmung geben muss und im Nachhinein über Einstellungen manchmal noch was regeln kann. Wo waren wir denn stehen geblieben? Also das war meine spontane Äußerung zu der Corona-Warn-App. Und bei dieser Technikentwicklung bin ich auch der Meinung, alles, was auch Alltag unterstützt, so wie Sie sagen, Frau Senemus, ne, sollte dem Menschen dienen und es sollte, wenn ich länger damit zu Hause leben kann, ist doch wunderbar. Aber wenn ein demenziell erkrankter Mensch kann eben unter Umständen nicht mehr sagen, ich stimme jetzt zu, dass meine Bewegungsdaten verfolgt werden. Wie gehe ich als Angehöriger damit um? Und da geht der Altersbericht auch sehr schön drauf ein. Also Technikentwicklung muss mit ethischen Maßstäben sozusagen begleitet sein, unbedingt, und das wird eingefordert sozusagen. Und da gibt es ja auch einen sehr guten Bericht der Datenethikkommission, den ich auch nochmal sehr empfehlen kann, der leider ein bisschen untergegangen ist in der Berichterstattung, aber der da auch mich hoffen lässt, dass wir da auch sozusagen zu mehr Sicherheit kommen, indem wir auch die amerikanischen Konzerne so ein bisschen in ihre Schranken weisen. Dankeschön. Frau Jung, Sie hatten sich auch nochmal gemeldet. Ja, ich hatte mich bereits am Anfang gemeldet, weil ich einen Widerspruch habe gegen die Aussage von Ihnen, Frau Senemus, worin Sie im Grunde genommen mit der Verbrauchermündigkeit argumentiert haben, als den Parameter, den wir haben, um dafür zu sorgen, dass eben nur solche Produkte und solche Möglichkeiten genutzt werden, die weniger auf unsere Daten zurückgreifen. Aber unsere Diskussion zeigt doch, dass wir einen nicht unbeträchtlichen Teil haben, nämlich ganz junge, also jetzt das aktuelle Beispiel ist, wie ich gelernt habe, TikTok, und auch eher ältere, die entweder aus einer gewissen Naivität heraus, was ich jetzt bei den Jungen oder Experimentierfreudigkeit, die ich da sehe, oder aus einer gewissen Zurückhaltung heraus, was die Sicherheit anbetrifft, dass sie gar nicht in der Lage sind, diese Verbraucherkompetenzen zu bringen. Und sie werden auch nicht in die Lage versetzt, sie zu haben. Also ich sage es jetzt mal ganz naiv, ich würde mir wünschen, dass es für Produkte oder Apps oder was auch immer jenseits von ellenlangen Hinweisen, wo ich dann irgendwann nichts mehr lese, so eine Art einfache Darstellung von Risiken und Nebenwirkungen sehen könnte. Und dann kann ich in einer verhältnismäßig kurzen und auch in einer vereinfachten Sprache vielleicht auch sehen, also bin ich bereit, das zu nutzen oder lasse ich es, weil mir, sagen die Nebenwirkungen, zu stark erscheinen. Aber das, was Sie gegenwärtig also als Argument bringen, nämlich zu sagen, wir blockieren damit die Wirtschaft und wir blockieren Innovation, wenn wir hier unseren Datenschutz ernster nehmen wollen, weil der ist ja eigentlich schon ganz gut, das finde ich ist ein Totschlagargument, mit dem ich nicht gerne arbeiten möchte, weil wir tatsächlich hingucken müssen,
die Entwicklung ist ja genau das Gegenteil. Also die Entwicklung ist die, dass immer mehr vernetzt wird, dass jede neue App hinterlegt ist mit anderen Verknüpfungen und dass dadurch wir auch immer transparenter werden im Hinblick auf das, was wir tun, was wir kaufen, also auch durch die Kombination von allen möglichen Ebenen, die eben die Technik mittlerweile zulässt, werden wir ja wirklich sehr durchsichtige Konsumenten, weil letztlich geht es ja nur um den Konsum, also uns als Konsumpersonen zu sehen. Und deshalb würde ich also wirklich erwarten, dass man politisch diese Frage, die sicherlich nicht einfach ist, wie Daten besser geschützt werden können, nicht nur abtut als das Hemd Innovation, weil das kann es nicht sein. Also wir müssen auch Verbraucherschutz betrachten und nicht nur Verbrauchermündigkeit, die uns unterstellt wird und nicht immer schützt. Ich nehme das von Ihnen auf. Ich nehme es auch als konstruktive Kritik auf und will ergänzen, dass ich das nicht, dass ich nicht sage, wir dürfen gar nichts mehr tun, sondern ich sage, wir müssen uns in einem vertretbaren Rahmen bewegen, der das eine und das andere möglich macht. Ich finde, wir brauchen einen mündigen Bürger. Das finde ich ganz wichtig. Die Erziehung zur Mündigkeit ist eines der wesentlichen auch erziehungs- und pädagogischen Ziele aus meiner Sicht. Und was wir, weil Sie das ansprachen, hier auch von wegen Bewertung von Apps und überhaupt Bewertungskompetenz erhöhen, was wir und weil wir das ernst nehmen, haben wir beispielsweise hier eine eigene Servicestelle verantwortungsvolle Mediennutzung eingerichtet, die wir im Zusammenhang mit dem Kultusministerium betreiben. Und was wir dort vorsehen, ist einerseits zu sammeln die pädagogischen Angebote, die wir haben hier in Hessen, und andererseits auch ein Serviceangebot für die Eltern zum Beispiel zu ermöglichen, die dann fragen können, wie kann ich denn mich besser fortbilden? Wie erkenne ich, dass Fake News da sind oder nicht? Wie schaffe ich es auch, meine Kinder in irgendeiner Weise, ob ihres Nutzungsverhalten des Digitalen besser zu erziehen? Also ich möchte nicht missverstanden werden, dass ich das als Einwand, dass ich sage, das war, ich will nur diesen Weg. Ich möchte sagen, das ist ein Element des gesamten komplexen Themas, aber wir dürfen auch, wir müssen aus meiner Sicht auch auf die Eigenverantwortung und auf eine Weiterentwicklung der Bewertungskompetenz setzen. Nicht nur, aber auch. Okay, vielen Dank noch für diese Rückmeldung. Wir befinden uns jetzt so langsam auf der Zielgeraden der Podiumsdiskussion. Wir haben noch so ein, zwei Punkte, die wir noch ansprechen wollen. Auch gibt es laut Michael Grunewald auch noch mal Fragen, die wir am Schluss gerne noch mal mit aufnehmen. Und zwar meine jetzt auch letzte Frage erstmal an Sie, Frau Jung. Herr Jung hatte ja vorher schon mal Vorteile der digitalen Assistenzsysteme im Bereich Pflege mit aufgenommen. Ich hatte Ihnen ja auch versprochen, dass wir auf den Bereich Pflege auch nochmal zu sprechen kommen. Und mit vielen Menschen, mit denen ich mich unterhalte, da entsteht so ein schönes Bild, dass wenn wir Assistenzsysteme in der Pflege bekommen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter endlich mehr Zeit für die wichtigen Sachen, also auch für die zwischenmenschlichen Kontakte und Beziehungen haben, weil einfach wesentliche andere Sachen abgenommen werden. Ist das Ihrer Meinung eine berechtigte Vision oder würde es vielleicht eher dahin kommen, dass dann der Kostenträger, sag ich mal, das Komplettpaket einfach verändert und frei zur Verfügung stehende Zeit einfach anders zuordnet? Naja, nach den Erfahrungen, die wir jetzt bereits mit Kostenträgern haben, ist es die Logik des Denkens und demzufolge wäre es eine trügerische Hoffnung, da entsteht jetzt mehr Zeit. Wir haben gegenwärtig schon die Möglichkeit, dass mehr Zeit entsteht. Aber die wird blockiert durch einen zwar immer mal wieder reduzierten, aber wieder erneut wachsenden Bürokratismus. Und wir haben mit den Kostenträgern, Kranken- und Pflegekassen beispielsweise Prozesse, wo wir insbesondere in der ambulanten Pflege digitale per Brief und per Fax, also es gibt tatsächlich noch Organisationen, die müssen Fax haben, damit sie das auch nutzen können. Dieses müssen wir aufgrund von Vorschriften einhalten, was völlig abstrus ist. Also das, was wir sonst von Scannen, von Waren etc. kennen, in der Pflege als eine Art von Pflegedokumentation zu führen, da sind wir weit davon entfernt. Und wir haben
da tatsächlich gegenwärtig Ressourcen, die wir nicht nutzen können, weil hier die Wege noch sehr nach Methode der, sagen wir mal, auch schon 70er und 80er Jahre sind und viel weniger. Es gibt in den Einrichtungen, was Assistenz anbetrifft, ganz unterschiedliche Geschwindigkeiten. Also Herr Junger, der geschildert, in dem Haus, in dem seine Mutter war, da gibt es kein WLAN, da gab es kein Telefon, individualisiert. Das hat sich mittlerweile an verschiedenen Punkten geändert, aber das ist eine Investition, die die Einrichtungen machen müssten. Und die Ersten, die ziehen ein jetzt als Pflegebedürftige in Pflegeeinrichtungen, deren Fragen lautet, habt ihr WLAN? So. Und die finden das dann zum Teil sehr seltsam, wenn man mit den Schultern zuckt und sagt, nee, haben wir noch nicht, weil es war bislang nicht nötig. Aber wir haben auch Entwicklungen gehabt, wie zum Beispiel, das hat mich besonders gegruselt, neben digitalen Spielen, das mit emotionaler Robotik in die Einrichtung gekommen wurde von interessierten Verkäufern. Und ich mich dann gefragt habe, ist das das, was wir tatsächlich in der Pflege gegenwärtig brauchen? Also den Ersatz von Nähe und Zuwendung durch eine Maschine, die dann zwar nach einem Tier benannt ist und so aussieht, aber die letztlich eine Maschine ist. Und ist das eine Zukunft, die wir wollen? Also das muss ich sagen, es hat mich sehr befremdet. Und ich finde, wenn unsere Entwicklung in diese Richtung ginge, da kann ich Ihnen auch nicht ganz zustimmen, Herr Jung, was diese Überwachung in Räumen angeht, weil da kenne ich auch Reaktionen von Menschen, die das auch nicht ausblenden können, sondern die sagen, ich fühle mich weiter überwacht, selbst wenn das ein Computer ist und kein Mensch, der das sieht. Deswegen finde ich, ist es hier erforderlich, dass wir sehr, sehr sensibel die ethische Frage diskutieren. Und nochmal, es wäre uns zunächst sehr geholfen, wenn wir die Digitalisierung in die Interaktion mit den Kostenträgern bringen könnten. Das würde schon mal eine ganze Menge Zeit für die Pflege ersparen. Und wir brauchen dann natürlich auch die finanziellen Mittel dafür. Ja, ich glaube, es gibt viel zu tun. Ja. Noch direkte Anmerkungen dazu. Ansonsten würde ich gerne an den Michael Grunewald nochmal mit den Abschlussfragen nochmal geben. Michael? Ja, es kamen nochmal Fragen und Anmerkungen, die im Prinzip darauf hinauslaufen zu sagen, es wird immer so alternierend, digital oder analog. Aber wie geht es eigentlich zusammen? Ja, wie kann man es zusammen machen? Wie kann man beispielsweise gemeinsam arbeiten an einem Platz und gleichzeitig mit anderen, die nicht an dem Arbeitsplatz sind, mit dem man digital zugeschaltet ist? Also gute Erfahrung mit hybriden Veranstaltungen, hybriden Meetings, hybrider Kommunikation, hybrider Gottesdienste. Ja, das ist so eine Frage. Gibt es da gute Erfahrungen? Und wenn ja, wo kann man das nachlesen? Wo kann man das finden? Gibt es dort irgendwelche Dokumentationen? Und kleine Nebenfrage noch an Herrn Jung. Wie ist bei hybriden Veranstaltungen oder digitalen Veranstaltungen die Frage der Kollekte zu regeln? Ich würde vielleicht kurz anfangen und sagen, dass wir jetzt auch hier im Digitalministerium sehr viele hybride Veranstaltungen machen. Gerade heute wieder, wie gesagt, unsere Strategie Digitales Hessen gemeinsam beraten, wo wir einerseits in einer wirklichen Podiumsdiskussion entsprechend Corona-bedingt mit ein paar wenigen Technikern, die vor Ort waren, analog diskutiert haben und das Ganze gleichzeitig übertragen wurde und das Mitmachen im Dialog durch Chat-Rooms und auch andere Livestreams möglich gemacht haben. So sind wir auch in anderen Diskussionsveranstaltungen unterwegs. Ich habe aber auch als weiteres analoges Modell die Möglichkeit eines Bürgerdialogs, wo wir einfach sagen, wir bieten das jetzt öfter an und nehmen eine kleinere Gruppe, die mit uns diskutieren kann. Also insofern versuchen wir hier da verschiedene Lesarten von hybriden Veranstaltungen bis hin eben dann die Gruppen kleiner machen und dafür öfter solche Angebote zu erstellen und kann nur sagen, dass das bei uns sehr positiv angenommen wird und dass wir auch sehr gute Erfahrungen damit gemacht haben.
Was so Tipps angeht, ich glaube, da müssten Sie wahrscheinlich eher das Team hier fragen. Aber eins kann ich sagen, man sollte sich wirklich einen guten Vorlauf überlegen und Technik auch einmal ausprobieren, damit man dann nicht ein Scheitern erlebt, wenn man es zum ersten Mal zu dem Zeitpunkt ausprobiert. Und man sollte auch in den Räumlichkeiten die entsprechenden Hygieneregeln, die AHA-Regeln, die ja auch weiter bei uns gelten, möglich machen, dass die umgesetzt sind und die Räume auch entsprechend groß planen. Also das sind vielleicht mal so 2, 3 Anmerkungen von meiner Seite, die Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben. Mhm. Danke. Herr Jung, haben Sie da auch noch Anmerkungen? Ja, dazu, also einmal will ich die Sache mit der Kollekte schnell klären. Also ich nehme an, das geht auf meine Gottesdienstschilderung zurück, in diesem Zoom-Gottesdienst. Da hat die Gemeinde übrigens angeboten, da auch hat eine Möglichkeit geschaffen, wie man eine Kollekte schlichtweg mit einem Klick und Bestätigung überweisen kann. Also das, glaube ich, lässt sich auch digital regeln. Ich will aber nochmal auf diese Frage eingehen, die unterschiedlichen Veranstaltungstypen. Vielleicht kriegen wir wirklich unterschiedliche Veranstaltungstypen. Also die rein analoge Veranstaltung, die rein digitale Veranstaltung, die hybride Veranstaltung, die werden alle eine eigene Dynamik haben. Und wir werden damit lernen müssen, welche Veranstaltungs- und welcher Veranstaltungstyp auch zu welcher Gelegenheit passt. Und ich habe bisher mit hybriden Veranstaltungen unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Auch wenn Sie eine Konferenz machen, die einen sitzen im Raum und andere sind zugeschaltet, oder wenn Sie nur eine Person zugeschaltet haben, hat diese eine zugeschaltete Person eine unglaubliche Aufmerksamkeit. Das ist die beste Rolle, die Sie haben können. Aber was bedeutet das für einen Entscheidungsprozess, für einen Diskussionsprozess? Ich glaube, da muss man genau auswählen und darauf achten, was passiert. Und ich sage mal, da sind wir in einem Lernvorgang drin. Und deswegen bin ich auch immer der Überzeugung, man muss es probieren. Man muss Erfahrungen sammeln und muss sie dann aber auch kritisch reflektieren und auswerten. Das würde für mich auch für die Assistenzsysteme in der Pflege gelten. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen ich setze da ein bisschen anders an als Frau Jung, als Sie das beschrieben haben. Ich halte es schon für wichtig, dass wir da sehr auch kritisch mit umgehen. Aber auch da wird es letztlich darauf ankommen, wie setzt man bestimmte Dinge ein und welches Ziel erreicht man damit? Also ich kann mir durchaus auch Robotik auch in der Pflege vorstellen, wenn die Mischung gelingt. Das darf die menschliche Zuwendung nicht ersetzen. Und selbst diese, wahrscheinlich spielen Sie auf diese Pflegeroppe an, diese tierische Zuwendung. Selbst da gibt es wohl unterschiedliche Erfahrungen mit, dass die durchaus etwas vermitteln kann und man muss es prüfen. Also ich würde es nicht von vornherein ausschließen, würde es aber immer mit einem Reflexionsprozess begleiten und würde auch darauf achten, wie verhalten sich Menschen selber dazu. Das gilt nochmal für dieses Überwachungssystem. Natürlich gibt es Menschen, die sagen, das kann ich für mich überhaupt nicht vorstellen, da fühle ich mich kontrolliert. Andere sagen, das wäre das Beste, was ich mir vorstellen kann. Und genau dazwischen bewegen wir uns, deswegen sollen wir da die Möglichkeiten öffnen und es auch letztlich einer eigenständigen Entscheidung auch der Anwendung überlassen. Vielen Dank, Herr Jung, für dieses Statement und wir sind jetzt direkt bei 6:30. Ich übergebe der Frau Röhrig jetzt im Prinzip das Abschlussstatement. Bitte schön. Vielen Dank. Ich sage nur noch einen kurzen Satz zu den hybriden Veranstaltungen, weil wir tolle Erfahrungen gemacht haben mit sogenannten digitalen Stammtischen. Da sind also, das ist auch in einer kleinen Region oder im Dorf eben machbar, Menschen einfach zusammengekommen und haben dann jemanden beim Digitalkompass-Projekt einen Referenten zugeschaltet bekommen oder einen Dialog mit Menschen geführt, die sozusagen sich zuschalten. Und das war eine sehr schöne Erfahrung. Da haben wir auf der Seite sozusagen auch Tipps und da kann man mal sehen, wie das abläuft, auch wie Webinare ablaufen im Unterschied dazu. Und ansonsten bedanke ich mich auch für den konstruktiven Austausch. Ich habe hier auch ganz viel mitgenommen nochmal und fand jetzt eben auch schön, genau wie in dem Gottesdienst, dass hier die Chat-Teilnehmer oder die Teilnehmer, die wir jetzt leider nicht sehen können, sich äußern können und beteiligen können und ihre Fragen loswerden. Und das ist für mich auch ein schönes Format, um eben diesen Austausch überhaupt möglich zu machen in Corona-Zeiten. Deswegen danke ich auch herzlich für die Initiative dieser Veranstaltung.
Ja, vielen Dank. Und dem kann ich mich jetzt auch nur anschließen. Herzlichen Dank für diesen schönen Abend, für diese tolle Diskussion. Wir haben gemerkt, wir sind mitten in einem gesellschaftlichen Veränderungsprozess. Wir haben ganz viel Arbeit auch vor uns, dass wir als Gesellschaft diesen Wandel in eine digitale Gesellschaft gemeinsam gehen und niemand abgehängt wird. Von daher hat dieser Abend die verschiedenen Facetten sehr gut, glaube ich, aufgezeigt, von der staatlichen Ebene, der kirchlichen Ebene, der Diakonie, der Pflege und natürlich auch der Bildung. Ja, an Sie vier herzlichen Dank fürs Mitmachen und für Ihre Beiträge. Ich gebe jetzt das Wort an den Herrn Gunkel von dem Arbeitskreis, der den Abend beschließen möchte. Herr Gunkel, schließe. Ach, da sind Sie ja schon. Ich gebe Ihnen das Wort. Bitte schön. Danke. Im Namen des Netzwerkes Leben im Alter in der EKN danke ich Ihnen allen, dass Sie heute mit uns diesen Weg gemeinsam gegangen sind, unseren Fachtag virtuell stattfinden zu lassen. Hoffentlich sind Ihre Erwartungen erfüllt. Wir möchten auch weiterhin mit Ihnen in Kontakt bleiben. Wenn Sie jetzt in Ihre Wohnungen zurückgehen, in Ihre Familien, zu Ihren Bekannten, Freunden und Mitbewohnerinnen sowie Nachbarn, seien Sie behütet und bleiben Sie gesund. Gott sei mit uns auf allen unseren Wegen in Sorge um die Nächsten, die Mitmenschen und in Freude über Geschehen und Ereignisse. Gott bleibe bei uns im Kommen und im Gehen, im Ausruhen und bei unserem alltäglichen Tun. Gott segne uns und behüte uns und zeige uns den rechten Weg. Nicht alles, was machbar ist, muss auch technisch gemacht werden, trotz Stützung von künstlicher Intelligenz und Industrie 4.0 mit Digitalisierung. Bleibt Kontakt und Kommunikation von Mensch zu Mensch nicht nur im Gesundheitswesen und Pflege oberste Maxime. Der Mensch sei Richtschnur allen Handelns in Verantwortung und Fürsorge um die Gesundheit und das Leben der Nächsten, auch im Alter und um das Leben der Natur. Herr, lass uns deine Stimme hören. Begleite uns bei unseren Taten und Entscheidungen. In Sonderheit jetzt auch bei den Corona-bedingten Regelungen und Einschränkungen. Gott, gib uns in all diesen Situationen die notwendige Einsicht, damit wir nicht unsere Gesundheit oder gar unser Leben oder das andere wegen unserer Ungeduld gefährden. Gott, lass uns in Gemeinschaft unseren Glauben leben und unser Christsein bekennen. Behüte uns vor allem Übel und behüte unseren Ausgang und Eingang bis in Ewigkeit. So möge uns die Wege freundlich entgegenkommen. Wind soll unseren Rücken stärken, Sonnenschein unserem Gesicht Glanz und Wärme geben. Der Regen soll Land und Felder tränken, Quellen sollen sprießen. Bis wir uns wiedersehen in diesen oder anderen Zusammenhängen, halte Gott uns schützend in seiner Hand. So können wir nicht tiefer fallen. Gott befohlen, einen gesegneten Abend. Ihnen allen einen schönen Abend. Ihnen auf Facebook, in Zoom. Einen schönen Abend. Danke, dass Sie dabei waren. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Tschüss, Wiedersehen. Ciao, tschüss.